Ich habe halt nur das Gefühl, dass das hier vielleicht optional ist, weil man konnte nämlich sehen, rechts, da wo man quasi auch an Land hätte gehen können, da war halt eine Speichereinheit und das signalisiert eigentlich meistens, dass es der richtige Weg ist. Deswegen wollte ich erstmal hier weiter gucken. Irgendwie fühle ich mich so ein bisschen angeschrien von euch. Ich weiß aber nicht, woran das liegen könnte. Huch. Hallo. Es gibt ja, glaube ich, sogar Leute, die generell irgendwie gefühlt immer in Caps schreiben. Also alles in Großbuchstaben. Ich finde das ja okay, wenn man halt irgendwie bestimmte Sachen betonen möchte. Ne? So ein Wort in dem Satz oder so. Dann kann man es entweder dick schreiben oder halt in Caps schreiben oder so. Oder jetzt aus Spaß irgendwie. Ne? Aber es gibt ja den legitim gerne so schreiben dauerhaft. Ich finde das so anstrengend zu lesen. Oder auch immer richtig gut, wenn Leute mit dir diskutieren, schriftlich, und dann anfangen, in Caps zu schreiben. Also dich legitim anschreien bei der Diskussion, kommt auch immer super gut. Ah, hier ist ein Dorf Zeppeli. Ich hatte tatsächlich mal jemanden, der im Twitch-Chat gepurcht wurde, getimeoutet wurde. Ich habe keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Und mich dann hinterher angeschrieben hat, um darüber zu sprechen, weil er das nicht gerechtfertigt fand. Was ich an sich voll in Ordnung finde, wenn ihr irgendwo eine Verwarnung bekommt, ein Timeout oder so, und ihr versteht das nicht oder findet das irgendwie ungerechtfertigt, dann klar, ne, dann fragt gerne nach. Warum, weshalb, wieso? Dann kann man da halt auch drüber sprechen. Kommt halt nur nicht so gut, wenn man dann von vornherein echt unfreundlich ist und dann auch noch rumcaps nach dem Motto, weiß ich nicht, dann in Caps irgendwie, der Timeout war nicht gerechtfertigt, ihr seid alle scheiße. Es ist dann so. Ich weiß halt nicht, ob das Argument jetzt so gut rüberkommt in diesem Fall, um ehrlich zu sein, aber okay. Schwierig. Alles schon passiert, wie gesagt. So, da oben waren wir jetzt ja schon richtig. Genau. Wahrscheinlich mussten wir auch das Drift Zeppeli erstmal holen. Dann gehen wir jetzt hier an Land. Und Kuddel können wir gleich nochmal. Hallo. Mitnehmen, weil wir es garantiert gleich eh noch mal brauchen. Ganz schnell genug bin ich nicht. Flupp. Ja, und dann bin ich wieder die hysterische Alte, richtig? Also ich glaube tatsächlich, in solchen Streitgesprächen oder Diskussionen, sei es jetzt wirklich live. Ja, Kind, warum kommen Sie her? Ich sehe dich nicht, aber irgendwo da bist du. Also sei es jetzt live oder auch schriftlich, ich schreie eigentlich, würde ich behaupten, nie rum. Ich bin halt eher so. Also, wie soll ich es am besten formulieren? Also, wenn ich halt mit irgendwem diskutiere, meinetwegen auch nicht unbedingt so freundlich, dann bin ich aber trotzdem eigentlich immer ruhig und höflich und sachlich, aber halt trotzdem natürlich schon sehr. Ja, also ich bringe meinen Punkt schon sehr ausdrücklich rüber, aber ich werde eigentlich nicht ausfallend. Jetzt vor Freude irgendwie laut werden ist was anderes. Deswegen ist diese hysterische Alte irgendwie so. Eher nicht so. Autsch. Und ich meine, das Beste, was man eigentlich machen kann, wenn jemand in Diskussionen blöd kommt und dich irgendwie im echten Leben oder auch schriftlich irgendwie gefühlt anschreit, das Beste, was du machen kannst, ist einfach genau das Gegenteil machen und einfach nett und höflich reagieren. Weil dann hast du dir auch irgendwie am Ende nichts vorzuwerfen. Aber ich glaube, das ist auch so, wenn man im Internet unterwegs ist, man erlebt so viele Dinge und man erlebt so viele Leute. Egal, ob jetzt
auf Twitter, auf Instagram, auf Twitch, auf Discord. Also auch wenn ihr selber keinen Content macht und auch wenn ihr vielleicht selber nichts postet und nur irgendwie mitlest, ihr werdet immer sehr seltsame Erfahrungen machen. Das ist leider irgendwie vollkommen normal. Da ist man nicht vorsicher. Wenn Shiny Mopsy kommt. Ja, Shiny Mopsy müssen wir demnächst auch mal weitersuchen. Aber jetzt so diese Woche und letzte Woche habe ich irgendwie nicht so die Muße dafür gehabt. Da ist noch ein Raichu. Was ist hier noch? Ach, Gastrodon. Die kann ich doch schon wieder nicht fangen, weil ich nur in die Pfützen reinlaufe. Aber kann vielleicht auch nicht schaden, mal einen Gastrodon mitzunehmen. Sowohl als Pokestärke für den Ort, als auch für Zielbeseitigung. Ja, ich glaube, die hysterische Alte ist bei uns auch schon so ein Meme geworden irgendwie oder so ein Insider. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, und das war, glaube ich, eine Streamaufzeichnung von Jan, die auf YouTube hochgeladen wurde. Und irgendwer hat sich im Chat total daneben benommen. Also hat irgendwelche feindlichen Sachen geschrieben und wurde dann halt auch dafür gebannt. Also einfach ein totaler Idiot. Und ich habe dann im Hintergrund mich drüber aufgeregt, so ein bisschen. Weil das, ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber es war halt irgendwie total daneben. Und ich glaube, das war halt auch so ein Fall von, das passiert mir leider sehr oft, dass solche Leute genau dann auftauchen, wenn ich gerade kurz irgendwie in der Küche war oder so. Also normalerweise bin ich bei Jans Streams ja immer am Start, um Leute zu bannen. Aber in dem Moment war ich halt irgendwie, glaube ich, gerade kurz abwesend und habe mich dann darüber aufgeregt, warum diese Leute halt immer genau dann aus ihren Löchern kommen. Und es war halt irgendwie auch was total Dummes. Und habe dann halt mehr oder minder mich darüber beschwert. Und das hat man halt im Hintergrund in Jans Stream logischerweise gehört, weil es ja auch quasi gehört werden sollte. Und ich hatte halt auch vollkommen recht mit dem, was ich gesagt habe. Und dann hat halt irgendwer in den YouTube-Kommentaren später gemeint, bei der Streamaufzeichnung, dass die hysterische Alte im Hintergrund sich doch mal beruhigen sollte und nicht so rumschreien sollte oder so. Irgendwie so. Und es war halt so dumm, weil ich jedes Recht hatte, mich aufzuregen und diese Formulierung war halt einfach so unfreundlich. Zitat, kann die hysterische Alte im Hintergrund bitte ihren Mund halten? Wer ist sie, dass sie so rumkläfft? Vor allem, wer ist sie, dass sie so rumkläfft? Als wenn ich so ein Hund wäre. Wuff, wuff. Wie? Vor allem, wer ist sie? Bin random eingebrochen und hat angefangen rumzuschreien. Gastrodon? Wo? Ach, da. Also YouTube-Kommentare sind immer eine Goldgrube teilweise. Wobei manche Chat-Kommentare auch. Ich habe den heißen Felsbrocken beseitigt. Hariyama scheinbar. Habt ihr eigentlich mal irgendwann einen YouTube-Kommentar geschrieben, oder den kann man ja potenziell löschen, oder eher einen Chat-Kommentar geschrieben, den kann man ja im Nachhinein nicht unbedingt löschen, der euch heutzutage richtig unangenehm ist, an den ihr euch immer noch erinnert? Weil ich glaube halt, dass jeder von uns wahrscheinlich auch mal Dinge sagt oder Dinge schreibt, wo man sich später denkt, um Gottes Willen. Und gerade in so Streamaufzeichnungen, man kann es ja nicht löschen. Ne? Also YouTube-Kommentare kannst du halt einfach 10 Jahre später noch löschen. Das geht, aber bei Twitch-Chat-Kommentaren geht es natürlich nicht. Also ich könnte jetzt ja sagen, ich habe vor 5 Jahren ein Let's Play-Part kommentiert, dann kann ich da hingehen und den Kommentar löschen. Ne? Aber wie gesagt, so im Twitch-Chat geht halt nicht. Das heißt, wenn sich jemand die alten Stream-Aufzeichnungen anguckt, dann steht das da halt. Oder wenn ich mich dran erinnere, das kann man halt nicht ungeschehen machen. Also ich glaube schon, bei mir ist es halt eher eher so, dass ich habe so viele Videos einfach gemacht und so viele Streams. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendein konkretes Beispiel habe. Aber ich glaube, in all den, ich habe ja, glaube ich, über 1000 Videos auf YouTube und wer weiß, wie viele Stunden Streams. Ich habe bestimmt so einige Dinge gesagt, wo ich mir heutzutage denke, weiß ich nicht.
Ich glaube, man muss doch einfach irgendwie mal unterscheiden, dass das halt Dinge sind, die teilweise vor 5, 6, 7, 10 Jahren gesagt wurden, dass man heutzutage einfach ein ganz anderer Mensch ist und da auch nicht mehr unbedingt hintersteht. Also Leuten Dinge vorzuhalten, die vor 10 Jahren passiert sind, finde ich halt irgendwie sehr schwierig. Weil wenn man halt wirklich diesen Groll immer noch mit sich rumträgt nach so vielen Jahren und das nie irgendwie mit der Person geklärt hat oder nie darüber hinweggekommen ist, finde ich immer echt traurig für die Person, die sich halt nach so vielen Jahren noch darüber aufregt. Weil irgendwann, ne? Mir ist meine ganze Vergangenheit vor einigen Jahren cringe. Ich glaube, das geht aber vielen so, wenn man sieht, wie man so geschrieben hat und, ne? So ein paar Nachrichten, die ich aus Privatsphärengründen nicht mehr so offen schreiben würde. Ja, das auch. Also ich glaube, ich war früher, was meine Privatsphäre anging, auch irgendwie wesentlich lockerer als heutzutage. Warum lachst du? Ich habe gerade die Stelle angeguckt, wo du da reingekläfft hast von der Seite. Warum? Ich wollte sehen, worum es genau nochmal ging. Okay. Sie hat Svenja, wer hat euch denn ins Gehirn geschissen? Ja, habe ich bestimmt recht gehabt, oder? Ja, irgendein Dude, der rechte Sprüche reingehauen hat in den Chat. Ja, dann finde ich die Aussage, wer hat euch ins Gehirn geschissen, schon berechtfertigt von mir, ne? Jo. Aber es ist halt auch so, wenn man sich halt über irgendwas aufregt, dann sind die Formulierungen, glaube ich, irgendwie immer etwas schlimmer, sag ich mal. Lassen wir erstmal Kurtel hier. Mal gucken, wenn ich eins brauche, kann ich bestimmt wieder eins fangen. Also, ich glaube halt einfach, wenn man so nochmal drüber nachdenkt, dann denkt man sich so, okay, hätte man jetzt nicht so böse formulieren müssen. Aber ne, so in dem Moment, wenn man sich über irgendwas aufregt, auf 180 ist, dann sagt man halt auch so, wer hat euch denn ins Gehirn geschissen? Das würde ich normalerweise nicht unbedingt sagen, aber ne, wenn man sich halt aufregt und wie gesagt, Menschen ändern sich halt auch. Ne? Also teilweise, was man vor 5 Jahren gesagt hat, würde man heutzutage halt so einfach gar nicht mehr unterstreichen. Also man muss da, glaube ich, immer so ein bisschen differenzieren. Ne? Was war damals, was ist heute? Weil Menschen ändern sich halt einfach in vielen Fällen. Ich erinnere mich an ein Beispiel tatsächlich von mir, was jetzt nichts mit Menschen ändern sich unbedingt zu tun hat, aber so ein bisschen. Das war, glaube ich, das war meinem ersten Pokémon Colosseum Replay. Weil ich habe es ja Let's Played, das war mein allererstes Let's Play Projekt. Dann habe ich es irgendwann gereplayed und danach irgendwann mit Jan gemacht. Jahre später. Bei meinem Replay war das, was irgendwie nicht so lange nach meinem Original-Let's Play kam, was irgendwie sinnfrei war, aber okay. Und ich habe damals irgendwie, weil ich hatte einen Kommentar bekommen, warum ich denn, also ich hatte mir eine 3DS Capture Card gekauft, das weiß ich noch. Und Leute waren so, Moment, du verdienst mit YouTube kein Geld, aber gibst so viel Geld dafür aus, weil so eine Capture Card ist ja teuer. Und das war so der Punkt. Und dann habe ich in irgendeinem Video so ein bisschen drüber gesprochen und gemeint, dass ich ja kein YouTube-Partner bin und dementsprechend kein Geld mit YouTube verdiene. Aber das halt, ja, macht mir einfach Spaß. Deswegen kann man da ja auch mal was rein investieren. Und ich hatte dann irgendwie sinngemäß gemeint, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, YouTube-Partner zu werden, weil ist ja nur ein Hobby und muss ja nicht sein und keine Ahnung. Hab da lang und breit drüber gesprochen und irgendwie so halbes Jahr, Jahr später bin ich YouTube-Partner geworden. Das war so unglaubwürdig im Nachhinein betrachtet. Also, nein, nein, ich werde nicht YouTube-Partner, weil ist nur mein Hobby, ich will das gar nicht. Möchtest du YouTube-Partner werden? Klar! Es ist so, hätte man einfach so eine Klappe halten können. Ne, so im Nachhinein, wo ich mir denke, ja, war jetzt vielleicht, ja, genau das, war jetzt vielleicht etwas unglücklich. Nicht ersticken. Okay. Jan krepiert einfach neben mir. Der ist einfach zu dumm zum Leben. Ach, hast du Speichel in die Luftröhre bekommen? Ich vermute es mal. Das ist immer sehr schön. Mhm. Ich schaue mich hier in der Zeit weiter um. Löschen 3. Mhm. Nicht hier. Bin einfach nur geldgeil, das ist so. Aber ganz ehrlich, wenn euch jemand fragen würde, so random, ja, möchtest du für eine Tätigkeit, die du sowieso gemacht hättest und dir Spaß macht, nebenbei noch Geld kassieren?
Und das halt auch seriös. Nicht die Leute, die dir irgendwelche E-Mails schicken. Ich habe 3 Millionen Euro auf dem Konto und will sie an dich überweisen. Die nicht. Also wirklich seriös. Er würde da Nein sagen. Also, ne? Warum erscheint dir ein Ranger, obwohl ich doch auf Lavana warte? Ist die Kommunikation mal wieder im Eimer? Juhu! Das eine, was vom Himmel gefallen ist. Das hat zu viel gegessen, das konnte nicht mehr fliegen. Oh Gott. Bitte rettet mich. Gott. Ich habe eins gefangen. Ich glaube, den Anfang zu finden ist einfach schwierig. Ah. Juhu. Oder was auch immer er sagt. Es klingt für mich immer so. Du hättest mich nicht demütigen müssen. Das werde ich alles Lavana erzählen. Ich habe nichts gemacht. Voicemail. Volara hier. Hier ist noch ein Hinweis. Pokémon der Gruppe Wasser sind im Brodelvulkan sehr wichtig. Ach. Du wirst ihre Hilfe benötigen. Also fang am besten gleich ein paar von ihnen. Volara Ende. Aber dieses, du hättest mich nicht gleich demütigen müssen, das ist auch so YouTube-Kommentare in a nutshell. Weißt du? Kommentar? Boah, da hast du halt schon richtig scheiße gespielt. Dein Rahmen ist scheiße, dein Layout ist scheiße, alles ist scheiße. Und änder das mal. Und du dann so, aber ich mag das alles, möchte das nicht ändern. YouTube-Kommentar so, du hast mich jetzt voll verletzt. Du bist überhaupt nicht kritikfähig, du dummes Stück. Hä? Das ist immer so. Die Leute beleidigen dich. Du gibst Kontra. Nee, du, das ist richtig unhöflich von dir. Hä? Habe ich was verpasst? Das ist teilweise schon sehr lustig zu beobachten. Aber ich muss ja sagen, eigentlich habe ich ziemlich viel Glück. So mit den Leuten, die meinen Stuff gucken. Also sei es jetzt früher auf YouTube, als ich da noch wirklich aktiv war, oder jetzt auch auf Twitch oder auch auf Discord. Also ich meine, klar, manchmal gibt es auch Situationen in der Kommentarsektion oder im Twitch-Chat oder auch auf Discord, die ich mir angucke und mir denke, nee. Nee, du. Eher nicht so. Klar. Aber ich finde eigentlich 90% mindestens von dem, was so irgendwie innerhalb der Community passiert, ist eigentlich sehr angenehm. Also ich kann mich da, glaube ich, echt nicht beschweren. Du hast immer mal so ein paar Leute, die halt sich daneben benehmen oder auch ein paar Momente mit Leuten, die eigentlich okay sind, wo du dir denkst, weiß ich nicht. Aber an sich kann ich mich da echt nicht beschweren. Aber so manchmal ist, ja. Aber sonst habe ich ja auch nichts zu erzählen. Wir brauchen ja auch die seltsamen Momente. Das ist ja auch irgendwie langweilig sonst. Passe ich da schon durch? Ah ja. Ich muss aber mal ganz kurz mein Näschen putzen. Kleinen Moment. Das würde ich euch nicht antun. So. Erstmal die Nase pudern. Ja, das vielleicht nicht. Aber die Nase befreien ist immer eine gute Sache. So, bevor ich jetzt hier mir hoffentlich nicht die Füße verbrenne. Ach, das,
Ja, die Stelle an sich finde ich jetzt eigentlich ganz stylisch. Schon, so mit den Feuersäulen. Das Einzige, was ich hier halt furchtbar nervig finde, sind die Pokémon hier drin, die den Arsch versohlen wollen und dich in die Feuersäulen irgendwie reinschubsen. Das ist nicht ganz so nett. Allen voran die netten Kindwurm. Aber so an sich, wie gesagt, ganz stylisch. Huch, dass mich das nicht getroffen hat. Ne? So. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, also eigentlich ist es immer sehr angenehm hier. Also, dass wir wirklich mal jemanden verwarnen oder auch hier bannen müssen, kommt eigentlich sehr selten vor. Deswegen, es klingt, glaube ich, immer so sehr viel extremer, als es eigentlich ist, wenn ich mich so ein bisschen, ja, da bin da so ein, ich stand im Feuer drin, so ein bisschen drüber lustig mache, was teilweise so für Kommentare kommen. Aber die meisten Stories liegen halt auch schon echt lange zurück. Also ich würde jetzt nicht, wenn irgendwer sich im Streamchat daneben benimmt, so am nächsten Tag anfangen, über den zu lästern. Also das mache ich eher, wenn es verjährt ist und auch sehr anonym. Weil ich finde, selbst wenn sich jemand komplett daneben benimmt, muss man das ja nicht an die große Glocke hängen, weil die Person hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, hat sich vielleicht mittlerweile geändert, wie auch immer. Na, deswegen, also ich achte schon drauf, nicht so, ja, habt ihr gestern auf Discord gesehen, was UserXY geschrieben hat? Das ist schon ziemlich kacke, ne? Also das würde ich jetzt nicht machen. Das sind halt meistens Geschichten, die schon recht lange zurückliegen, die mir dann irgendwie so spontan in den Sinn kommen. Ihr wisst ja, dass ihr cool seid. Na, das, ja, hoffe ich, muss ich nicht immer wieder sagen. Ich sag's ab und zu mal. Also hin und wieder kommt ja schon so eine kleine Rede, wie cool ihr seid. Aber an sich, ihr wisst, dass ihr cool seid. Und deswegen ist es dann auch mal ganz lustig, über solche Spezialfälle zu reden. Dann haben wir nämlich alle was zu lachen und ich kann es mir von der Seele reden. Oder so. Diese Feuerwand ist unmöglich zu löschen. Nicht um die Feuerwehr zu rufen oder das richtige Wasser-Pokémon zu fangen. Mein Make-up ist vom Schwitzen ruiniert. Lass uns abhauen und das Näschen pudern. Mon, wusstest du, dass diese Textbox kommt? Oder war das einfach der geilste Zufall überhaupt? Lavana muss es ja nicht erfahren. Ich bin dabei. Lavana würde uns aber sowieso vergeben, wenn wir eine so gute Begründung haben. Huch, was macht denn ein Ranger hier? Du hättest mich nicht mit verschmiertem Make-up sehen dürfen. Das wirst du bereuen. Ich schwöre, ich wusste es nicht. Das macht's noch witziger, dass du das mit dem Nasepudern gerade erwähnt hattest. Duh. Aua. Habe ich eigentlich noch irgendeine lustige Pokestärke? Ah ja, hier. Berühren und führen im großen Schneeball zu machen. Ach nee, Moment! Ich bin dumm! Ich habe Mopsy benutzt. Da muss ich leider am Ende vom Stream nochmal ein neues Mopsy fangen gehen. Aber Mopsy hat sich für einen guten Zweck eingesetzt. Oder auch nicht, weil es mir nichts gebracht hat. Egal. Es ist halt zu warm hier drin für Mopsy. Ich wollte Mopsy nur erlösen. Ich will jetzt nicht in den Chat gucken, der Chat ist bestimmt tief enttäuscht von mir. Nee, ich hab's nur gut gemeint mit Mopsy, weil es wird hier drin ja jetzt immer wärmer und das ist nicht gut für sein kleines, fettiges, rundes Dasein. Deswegen, ich hab's jetzt erstmal wieder zum Abkühlen zurückgeschickt, damit es ihm wieder besser geht. Und dann holen wir es nachher wieder zurück, wenn wir dem Vulkan fertig sind. Es ist eine legitime Begründung, okay? Weil stellt euch mal vor, wenn Mopsy mit in den Vulkan hier muss, irgendwann schmilzt es einfach. Ne, das geht nicht. Deswegen, ich hab's nur beschützt. Okay? Okay.